even get some cars. Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video auf diesem Kanal. Heute ein kleines Guide zu der Totemphase. Man teilt sich hier direkt erstmal auf. Drei Leute rechts, drei Leute links. Beide Seiten laufen gleich ab, deswegen brauche ich euch nur die eine Seite zu zeigen. Der erste Spieler hat sich schon das Relikt geschnappt und läuft zum Totem, um diesen zu stillen, denn der rastet vollkommen aus. Und die anderen zwei Spieler machen hier mal kurz die Gegner. Wenn man die Gegner größtenteils besiegt hat, läuft der zweite Spieler nach unten zum ersten Spieler. Das bin ich in diesem Fall. Hier laufe ich zu meinem Mitspieler hin. Und ihr seht diese große Bubble um ihn herum, diese Aura. Und um diese geht es hier. Diese Aura stillt den Totem. Wenn diese Aura nicht drauf ist, dann stirbt man. Und den Timer hier links seht ihr schon, man hat diese Aura für 30 Sekunden. Wenn der Timer abgelaufen ist, sollte ein dritter Spieler zu euch kommen. Das ist dann der, der in der Mitte bisher geblieben ist. Da ist er auch schon. Und wenn er in eurer Nähe ist und der Timer abgelaufen ist, wird die Aura ihn übergeben. Wenn das geschehen ist, das warten wir jetzt einmal ab. 3, 2, 1 und da hat er die Aura. Und ich habe Kraft der Todsängerin mal 10. So, das bewirkt, dass ihr mit der Zeit Leben verliert. Wenn ihr drauf achtet, seht ihr es. Deswegen schleunigst hier in die Mitte laufen, auf diese mittlere Plattform stellen. Denn dort baut sich diese Kraft der Todsängerin ab. Und ja, hier seht ihr nochmal, worum es hier geht. Diese Hieroglyphen hier an diesem großen Turm. Manche leuchten, manche nicht. Wenn alle leuchten, ist die Phase geschafft. Sprich, ein Hieroglyph leuchtet immer auf, wenn ihr eine so eine Runde gedreht habt. Wenn alle voll sind, ist es vorbei. So, aber einfach das Ganze machen, bis es vorbei ist. Gar nicht drauf achten. Denn, ja, es gibt hier andere Sachen, worauf man achten sollte. Zum Beispiel dieser Ritter da oben. Der ist ziemlich nervig. Am besten mit einer Sniper töten. Und die Alkolyten hier unten auch ein bisschen beseitigen. So, ich warte hier, bis mir die Aura übergeben wird. Sollte dann in der nächsten Sekunde dann auch geschehen. So, da habe ich sie auch schon. Da kommt auch die nächste Nervensäge da oben. Schnell eliminieren, wie gesagt. Sniper am besten einpacken. Denn, ja, der Ritter ist ziemlich nervig. Und vor allem, wenn man hier alleine steht, könnte es vielleicht kritisch werden. Und ihr könntet sterben. Sterben dürft ihr hier auf keinen Fall. Denn dann gerät diese ganze Reihenfolge, dieser ganze Ablauf ein bisschen durcheinander. Und ihr verliert auch die Aura. So, wenn die Aura verloren wird, dann spawnt die wieder dort, wo sie auch am Anfang war. Und zwar an dieser Plattform, an der ich gleich vorbeilaufen werde. Und hier, diese Plattform, das habt ihr gesehen, gleich am Anfang wurde das Relikt dort abgeholt. Oder die Aura, wie man es nennen möchte. So, wenn ihr hier oben seid, wieder in der Mitte, da kommen die Ritter. Die sollten möglichst beseitigt werden, damit die Spieler unten nichts damit zu tun haben. Und hier kommen auch die Hexen, auf die sollte man auch einen Fokus legen. Und ja, hier geht es manchmal ein bisschen mehr ab, manchmal ein bisschen weniger in der Mitte. Ja, einfach mal gucken. Aber da ihr zu zweit seid, sollte es kein Problem sein. Hier kriege ich wieder das Kommando von AT, ich soll runterlaufen. Denn er hat die Aura abgegeben und ich will hier den Spieler unten unterstützen. Denn da unten ist es immer ein bisschen kritischer. Hier sind ein bisschen mehr Gegner als oben. Oben ist man meistens immer zu zweit. Hier unten ist man öfters mal alleine. Deswegen sollte dieser Ablauf wirklich schnell sein. Wenn ihr das Kommando bekommt, rennt direkt nach unten. Zögert nicht. Denn sonst, also auch wenn einfach von den Gegnern alles passt, dann geht der Timer geht ein bisschen in Rückzug. Und wenn er ein bisschen knapper wird und dann auch noch was passiert, ein kleiner Ausrutscher oder sowas, dann verliert man wieder die Aura. Und das ist nicht schön, dann muss man meistens von vorne anfangen. Man kriegt es zwar vielleicht noch hin, aber es ist dann hektisch und ja, das wollen wir ja nicht. Und hier warte ich wieder ab, bis ich die Aura abgegeben habe. Dabei darauf achten, schön nah an deinen Mitspieler stehen, damit das auch wirklich übergeben wird. Und dann läuft man hier los. Das ein oder andere Gramm vielleicht noch auf dem Weg mitnehmen, überhaupt gar kein Problem. Komme ich hier in die Mitte an und kümmere mich direkt mal um diese Ritter hier. Denn, ja, die gehen jetzt erstmal hier auf mich los. Normalerweise rennen sie aber runter. So, das muss man als Spieler oben auf der Plattform, der sich gerade abbaut, möglichst verhindern. Ja, denn unten könnte es ziemlich hektisch werden, wenn oben und unten Ritter kommen und man da alleine ist, dann könnte man sterben.
Nur hier wieder das Kommando, soll nach unten laufen. Ab geht's. Hier nochmal drauf achten, in diesem Zwischending hier, da wo dieses Wasser ist, da dürft ihr euch nicht allzu lange aufhalten. Da verliert ihr auch Leben über Zeit. So, deswegen schön zügig immer rüberlaufen, wie am Fließband. Der Ablauf ist nicht wirklich schwer, das ist halt immer dasselbe. Und wenn man den erstmal drauf hat, dann denke ich mal, sollte das alles gar kein Problem sein. Und ja, hier kommt auch schon so ein Ritter. Schön darauf achten, dass er euch nicht zu nahe kommt. Das tut er auch im nächsten Durchlauf. Und ja, da wird es dann doch noch ein bisschen kritisch, aber gar kein Problem. Ich habe hier wieder die Aura erhalten, kümmere mich so lange hier um die kleinen Gegner. Oben kommt kein Ritter. Und warte, bis halt mein Mitspieler wieder da ist. Und jetzt ist dieser Ritter hier ziemlich nah rangekommen und er steht in der Aura. Und dann verliert man auch Leben. Wenn der Ritter da zu lange drin steht, verliert er halt Leben über Zeit. Plus ihr verliert Leben einfach so. Also weil der Ritter euch schlägt, ist klar. So, ich habe dem Strasser das Kommando gegeben, er soll runterlaufen, das tut er. Und naja, schon ist es geschafft. Hier seht ihr nochmal, was ich hier Schönes bekommen habe. Die Geisterhülle habe ich schon wieder nicht gekriegt, zum dritten Mal dafür, aber das Fusionsgewehr zum zigsten Mal. Und ja, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es mich doch mal wissen, wie ihr dieses Guide fandet. Hier seht ihr nochmal andere Guides zum neuen Raid. Wenn ihr dort ebenfalls Hilfe oder Tipps benötigt, klickt einfach mal drauf, schaut es euch an. Es könnte aber sein, dass diese Videos noch nicht vorhanden sind. Sie kommen in Kürze. Abonnieren lohnt sich. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.